Ich heiße Linhard Lehmann, ich arbeite als Arzt im Diakonissenkrankenhaus und möchte Ihnen heute erzählen, warum ich mich in dieser Gemeinde engagiere. Ich bin hier schon in den Kindergarten und die Christenlehre und danach in die junge Gemeinde gegangen. Durch Studium und folgende Absolventenlenkung war ich eine Weile weg, bin aber zurückgekehrt. Ich bin gerne in dieser Gemeinde, gehe gerne in den Gottesdienst. Ich bin, so hoffe ich, ein fröhliches Gemeindeglied. Im Gottesdienst lese ich Bibeltexte für die Gemeinde oder spiele auch Trompete im Posaunenchor. Und als Ehrenamt arbeite ich im Kirchenvorstand und da bemühe ich mich zu entscheiden, dass Zeit und Geld in guter Weise dafür eingesetzt werden, dass Menschen gern in unsere Gemeinde kommen. Wir hatten eine tolle Zeit hier in der jungen Gemeinde, wo wir uns viel damit auseinandergesetzt haben, was einen Christen auszeichnet. Wir haben entdeckt, dass es gut ist, nicht nur Konsument zu sein. Wir haben in der Bibel und in anderen Schriften, zum Beispiel von Dietrich Bonhoeffer, gelesen. Und wir haben gefunden, dass man sich um seinen Mitmenschen kümmern soll, dass man sich für seine Mitmenschen einsetzen soll. Und so haben wir bei alten Menschen sauber gemacht. Wir haben eigene Andachten gestaltet und uns um viele Dinge in der Gemeinde versucht zu kümmern. Und ich bin damals schon in den Kirchenvorstand als junge Gemeindevertreter geschickt worden. Und als ich dann nach dem Studium zurückgekommen bin, war ich relativ rasch wieder im Kirchenvorstand. Der Einsatz für Mitmenschen bereitet mir einfach Freude. Da ist mir ein Erlebnis aus meiner Kindheit in den Sinn gekommen. Ich hatte eine Großmutter, die im Westen lebte und die uns oft Pakete geschickt hat, die uns aber auch oft besucht hat. Und als sie bei uns war, habe ich dann mal gesagt, Großmutter, das ist doch ungerecht. Ich schenke dir bloß immer mal ein selbstgemaltes Bild und du schickst uns so viele tolle Pakete. Und da hat sie gelacht und hat gesagt, deine Bilder finde ich schön, aber fast noch schöner ist es, wenn ich sehe, welche Freude meine Geschenke auslösen. Und das ist mir auch heute noch wichtig, anderen Menschen durch Engagement, durch Hilfe Freude zu bescheren. Ja, mein Konfirmationsspruch, der lautet, denn Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Furcht, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Dann singe ich alte Choräle. Das hilft mir, zur Ruhe zu kommen und diese Glaubensgewissheit in so vielen alten Liedern, die hilft mir ungemein. Ich wünsche der Gemeinde erstens Menschen, die sich für die frohe Botschaft von Jesus Christus interessieren. Und ich wünsche der Gemeinde zweitens Menschen, die auch ein Teil ihrer Zeit dafür hergeben. Und ich wünsche der Gemeinde drittens, dass es Menschen gibt, die den biblischen Grundsatz vom Zehnten ernst nehmen und den zehnten Teil ihres Einkommens für die Gemeinde geben. Das ist dann
eine einfache Rechnung. Wenn 10 Leute das tun, dann hat man eine Stelle für die Seniorenarbeit oder für die Jugendarbeit oder wo sonst Hilfe in der Gemeinde gebraucht wird. Vielleicht müssen es auch 15 sein wegen der Lohnnebenkosten. Aber das würde ich der Gemeinde sehr wünschen.